Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Trading Update. Mein Name ist Michael Meinberg von ElliottWaver.live. Heute schauen wir uns eine spannende Trading-Idee für den VeChain an, VET-USDT, basierend auf unserer Elliott-Wellenanalyse. Okay, bevor wir in die Analyse eintauchen, lasst uns kurz über VeChain sprechen. VeChain hat nämlich eine interessante Geschichte. Gegründet wurde VeChain im Jahre 2015 von Sunny Liu, einem ehemaligen CEO von Louis Vuitton. Ursprünglich war VeChain darauf ausgelegt, die Lieferkette der Luxusgüter zu überwachen und Fälschungen zu bekämpfen. Stellt euch vor, ihr könntet mit einem einfachen Scan auf eurem Smartphone überprüfen, ob eure Designer-Handtasche echt ist. Ja. Im Laufe der Zeit hat sich VeChain weiterentwickelt und ist nun von vielen Branchen aktiv, von der Automobilindustrie bis zur Lebensmittelversorgung unterwegs. Also VeChain nutzt die Blockchain-Technologie, um Informationen über Produkte von der Herstellung bis zum Endverbraucher transparent und fälschungssicher zu machen. Es ist also wie der Sherlock Holmes der Lieferketten, wenn man das so sagen möchte. Und immer mit dem Fokus, ja, auf die Jagd nach der Wahrheit, so könnte man es betrachten. Also ganz kurz, wer sich ein bisschen im Crypto-Space auskennt, weiß, dass viele Kryptowährungen nach dem ersten Bärenmarkt wieder weg sind. Ja. Das ist ganz normal. Deswegen möchte ich schon sagen, dass VeChain schon ein Urgestein mit ist im Kryptowährungsmarkt. Das muss man einfach so sagen. Und das muss man auch ein bisschen mit berücksichtigen, wer hier in den Märkten aktiv ist und auch gerade beim Investieren. Ja. Okay, lasst uns mal zur aktuellen Analyse gehen. Und zwar, was sehen wir jetzt hier aktuell? Wir sehen eine klare Wellenstruktur und wir haben einen Abwärtstrend vollzogen. Da gehe ich jetzt nicht so weit drauf ein. Und zwar war das im Februar 2024. Da haben wir eine 1 vollzogen in Klammern. Und anschließend folgte hier eine Korrektur in einer ABC-Formation, die die Welle 2 bei 0,0216 USDT abschloss. Genau, das ist hier unten. Also, was bedeutet das für die Zukunft? Wir erwarten hier die Welle 5 im Kreis, die den Kurs bis auf 0,04167 USDT treiben könnte. Also, unser Tradingplan sieht Folgendes vor. Unser idealer Einstiegspunkt wäre hier und liegt bei 0,02914 USDT. Unser TP1 ist bei 0,03674 und unser TP2 wäre bei 0,04167. Unser Stop-Loss liegt nahe der MOB bei 0,02577. Allerdings ist natürlich zu beachten, ja, sollte der Kurs so weit runterkommen und die MOB durchschreiten, wäre die Idee invalidiert und das Ding wäre hier gelaufen. Aber zu unserem Chancen-Risiko-Verhältnis. Das liegt bei 2,97, was ich sehr attraktiv finde für einen Trade. Ganz kurz, alle Trades, die ein Risikoverhältnis unter 2 haben, finde ich nicht wirklich attraktiv, um da Trades in den Märkten zu platzieren. Aber das obliegt natürlich jedem selber. Aber das ist meine persönliche Herangehensweise, mich im Markt zu platzieren. Und ja, zusammengefasst bietet die Analyse eine gute, durchdachte Elliott-Wellenstrategie mit einem angemessenen CAV und klaren Richtlinien für den Einstieg und das Risiko. Ja. Denkt daran, jede Trading-Idee kann invalidiert werden. Die Elliott-Wave-Analyse bietet jedoch genaue Marken
um das Risiko zu minimieren. Bitte denkt dran, dass Trading mit erheblichen Risiken verbunden ist. Macht bitte eure eigene Recherche und überlegt sorgfältig, bevor ihr handelt. Dieses Video dient nicht zur Anlageberatung. Die Trading-Signale sind während der Testphase vorübergehend kostenlos. Auf unserer Website elliottwave.live unter dem Punkt Trading-Idee verfügbar. Und täglich bieten wir unter anderem präzise Analysen für die 9 wichtigsten Märkte der Welt an, die ihr auf elliottwave.live buchen könnt. Abonniert unseren Kanal, kommentiert eure Meinung zum Trading-Idee und vergesst nicht, das Video zu liken. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg. Michael Meinberg von elliottwave.live. Ciao.